freue mich sehr. Wir wechseln jetzt die Zeit komplett und wir wechseln auch das Fach und wir wechseln auch das Medium. Also es geht nicht um Filme, es geht nicht um Bilder, es geht wirklich um Objekte. Es geht um unser archäologisches Kulturerbe und ich freue mich sehr und diesmal auch wieder online, dass ich hier Frau Professor Dr. Friederike Fless begrüßen darf. Guten Tag. Frau Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, wird uns etwas zum Umgang mit sensiblen archäologischen Informationen erzählen. Ich bin schon sehr gespannt und die Bühne ist Ihre, Frau Fless. Ja, herzlichen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man sich, jetzt muss ich gucken, genau, die Antike anschaut, dann ist sie vor allem fragmentiert natürlich auf uns gekommen. Die einzelnen Fragmente wie die Dachziegel hier aus dem Heiligtum von Olympia sind aber nicht besonders sensibel oder bedürfen keines besonderen sensiblen Umgangs und sind vor allem nicht, sie sind schwer, aber nicht schwierig. Was ist aber, wenn man archäologisches Erbe anschaut, ein schwieriges archäologisches Erbe oder wann wird die Antike zu einer schwierigen? Ich nehme ein Beispiel. Mussolini hat einen der besten Konzertsäle Roms, der sich im Mausoleum des Augustus befand lange Zeit, einerseits demontieren lassen und andererseits darum ein ganzes Stadtviertel niederreißen lassen, das sogar selber beaufsichtigt und zu einem Zentrum gemacht, das Mausoleum und das Mausoleum zum ideologischen Zentrum eines ganz neuen Stadtquartiers, was bis heute mit entsprechender faschistischer Symbolik auch aufgeladen ist. Das Mausoleum ist dadurch schon auch zum Teil eines schwierigen Erbes geworden. Wenn man sich die Archäologie insgesamt anschaut, ist es natürlich das Phänomen, das immer in unsere Zeit die Vergangenheit hineinragt und dabei handelt es sich um problematische oder auch unproblematische Vergangenheiten. Häufig werden sie aber eben durch die Akteure erst zu solchen problematischen oder unproblematischen Vergangenheiten. Das überlagert sich aber auch immer wieder. Für einen Archäologen ist also zunächst einmal das Thema des schwierigen Erbes und die Information dazu ein eher physisches oder materielles Thema. Es kann aber zu einem digitalen Thema werden, wenn zum Beispiel Informationen zu antiken Denkmälern gezielt genutzt werden, um zum Beispiel Denkmäler zu finden, die man zerstören möchte. Wie der Umgang mit Informationen und Daten also verlief, auch in diesen Situationen der Zerstörungen im Syrien und im Irak durch den Islamischen Staat, haben Forschungen von Kollegen von mir gezeigt, die sehr deutlich machen konnten, dass zwischen der Ankündigung, zum Beispiel Nimrud zu zerstören im Irak Anfang März 2015 und der eigentlichen Zerstörung eine ganze Zeit verging und ziemlich deutlich wurde, dass der Islamische Staat dort auch geschaut hat, wie reagiert eigentlich die Weltöffentlichkeit auf die Ankündigung, bevor sie dann wirklich es umgesetzt haben. Dass ein Zusammenspiel existent ist zwischen der Ankündigung oder auch dem Zerstörungswerk und den Informationen, überliefern auch oder berichten irakische Kollegen, die zu Mosul zum Beispiel gesagt haben, dass eine Homepage, die immer schön berichtete, was der IS gerade wieder zerstört hat, aber auch berichtete, was noch erhalten ist, befördert hat, dass der IS sehr gezielt dann die noch erhaltenen, auf der Homepage schön gekennzeichneten Monumente zerstört hat. Das heißt, wir leben nicht in einer Zeit, in der Information einfach wertneutral zugänglich sein darf oder kann. Und gleichzeitig ist sie das natürlich. Wir haben in der Archäologie auch ein Riesenproblem mit Vandalismus oder Kollateralschäden, die ausgelöst werden durch die Sucht nach Selfies, wie dort in einem italienischen Museum ein Tourist aus Versehen eine Statue schwer beschädigt hat, weil er sich drauflegen musste für ein Bild. Oder auch
durch Orte, die durch Instagram oder andere Medien bekannt werden und wo dann sehr gezielt Personen hingehen. In diesem Fall waren sogar noch Studenten der Geografie und zum Beispiel Felsbilder auch gezielt zerstören. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Zerstörung zugänglicher Information oder Vervielfältigung auch von Informationen, den können wir in vielerlei Facetten fassen. Was wir auch fassen können, ist, dass unsere modernen Medien der Informationsvermittlung natürlich dazu beitragen. Wenn man sich mit einer der typischen archäologischen Verbreitungs- oder Verbreitungskarten, Lagekarten archäologischer Denkmäler aufmachen würde, um im Sudan ein Denkmal oder ein Felsbild zu suchen, wäre man nicht sehr erfolgreich, weil ein einzelner solcher Punkt ungefähr 5 mal 5 Kilometer ist und kein Laie findet in der Wüste ein Felsbild, was sozusagen in einem Areal von 5 mal 5 Kilometer Wüste sich befindet. Wenn wir allerdings sehr genaue Geokoordinaten publizieren zu diesen Objekten und Denkmälern, sind diese natürlich auch entsprechend punktgenau auffindbar und für jeden auffindbar. Das heißt auch natürlich für die Touristen, die dann erst ein schönes Instagram-Bild machen, danach sich meinen, irgendwo verewigen zu müssen. Eine große Frage, die die Archäologie umtreibt, ist, inwieweit solche genauen Informationen auch Raubgrabungen befördern. Zunächst einmal ist zu sagen, dass Raubgrabungen wie hier im Irak, zwischen links sehen Sie einen Siedlungshügel aus dem Jahr 2000, also das Foto stammt aus dem Jahr 2001 und rechts das Jahr 2005 und Sie sehen sehr deutlich, dass dieser ganze Siedlungshügel ein Schweizer Käse ist und durch Raubgräberlöcher durchsiebt ist. Für diese Raubgrabungen braucht man aber keine genauen Geokoordinaten. Dazu wird natürlich in großem Maße das lokale Wissen vor Ort abgefragt. Wir wissen aber sehr genau, dass Geokoordinaten genutzt werden. Es gibt zum Beispiel eine Szene von Sondengängern, die sich aufteilt in diejenigen, die legal arbeiten und auch mit der Denkmalpflege zusammenarbeiten und denen, die das illegal betreiben. Und bei den illegalen Sonnengängern wird dann schon darüber auch reflektiert, wie man Daten aus dem Bayernatlas heraus exportiert und zur Grundlage seiner Sondengänge macht, um auch entsprechendes Material zu finden. Was die Kollegen international deswegen tun, ist, sie bitten uns, dass wir Geokoordinaten oft nur mit Unschärfe publizieren, dass wir in Krisensituationen bitte nicht die Bedeutung von Denkmälern in den Medien hervorheben sollen, also hektisch sagen, das ist aber ein besonders wichtiges, bedeutendes Denkmal, weil wir nicht in einer abgeschlossenen Medienwelt leben, sondern alle diese Informationen wahrnehmen und wir sie natürlich auch unterstützen beim Schutz ihres kulturellen Erbes, auch indem wir sie unterstützen bei der digitalen Dokumentation. Die Frage ist aber nun, wie gehen wir eigentlich mit Objekten um, die aus eventuell Raubgrabungen stammen oder deren Herkunft wir einfach nicht genau wissen und die wir natürlich in unterschiedlichen Formen weltweit auch wiederfinden. In meinem Institut hat man sich einfach dazu, hat man beschlossen, dass wir Objekte, deren Herkunft wir nicht kennen, nicht mehr publizieren, es sei denn, wir wollen thematisieren, dass diese Objekte eben eine unklare Herkunft haben, eventuell aus einer Raubgrabung stammen könnten. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, leben wir in der Archäologie in einem sehr komplexen Aushandlungsprozess, dass wir einerseits nach den Fair- und Care-Prinzipien Wissen zugänglich machen wollen, auch Wissen über Objekte, Daten über Objekte, die vielleicht zu einem schwierigen Erbe geworden sind und zugleich aber auch aufpassen müssen, dass wir nicht die Zerstörung des kulturellen Erbes durch die Daten, die wir zur Verfügung stellen, weiter vorantreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.